Ja, ich bin schon wieder da. Wunderschönen guten Morgen an euch alle da draußen. Schön, dass ihr da mit dabei seid, wenn ich da wieder live bin. Und ich hoffe natürlich ganz, ganz fest, dass es euch Spaß macht und dass ihr euch freut, dass ich da mal wieder live bin. Ja, ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Ihr habt alle euch vielleicht auch gefreut, dass ich da wieder einmal zeige, was man alles so machen kann, machen muss im Blumenladen. Und es gibt natürlich immer ganz vieles zu machen, besonders am Morgen, wenn die Blumen frisch eingetroffen sind, gibt es so einiges zu erledigen. Und ich möchte euch einfach so mitnehmen in diesen Rhythmus, in dieses Feeling, wenn einfach frische Blumen eintreffen. Und ja, ich hoffe natürlich fest, dass es euch Spaß macht, hier zuzuschauen. Und ich habe da einiges ändern müssen und ich hoffe ganz fest, dass euch alles gut passt, dass ihr mich gut sehen könnt, dass ihr mich gut hören könnt. Ich habe bei der YouTube-Kamera da einige Einstellungsänderungen machen müssen und ich hoffe ganz fest, dass da jetzt alles einigermaßen gut funktioniert. Ursi, wunderschönen guten Morgen auch an dich. Schön bist du auch mit von der Partie. Und ja, ich starte mal mit einem Sonnenblumenstrauß. Es gibt heute vieles mit Sonnenblumen zu sehen. Es gibt aber auch andere Kreationen, die du live erleben darfst. Und wenn du Lust hast, ja, dann teile doch dieses Video mit deinen Freunden. Jessica, wunderschönen guten Morgen. Blondie, schön, dass du auch mit dabei bist. Und alle anderen, die hier schon mit von der Partie sind. Ich habe da mit dem Mühlenbeckia-Holz und mit alter Birke habe ich da mal ein wenig ein Gerüst gefertigt. Ich bin ja kurz vor meiner Sommerpause. Die geht noch eine Woche, arbeite ich noch. Irgendwie habe ich da viel Staub im Laden, dann reizt es mich da jeweils. Ich habe ja noch eine Woche den Laden offen, anschließend verabschiede ich mich dann in meine Sommerpause. Ihr müsst keine Angst haben, während der Sommerpause werdet ihr auch berieselt. Ich habe da schon einiges vorbereitet an Videomaterial und ich hoffe, ich kann euch trotz meinen Ferien ab und dann mit einer blumigen Kreation verwöhnen, wenn ihr Lust habt. Ich werde dann eine Pause machen. Ich werde da nicht jeden Tag irgendwie schauen gehen, wer hat was geschrieben, aber ich hoffe natürlich, dass genau du dich einfach ein wenig inspirieren lassen kannst. So, ich habe mal den Blumenstrauß gebunden. Du kannst mir damit teilen, ob es dir gefällt oder nicht. Einfach schnell mal reinschreiben, ja oder nein. Natürlich wollen wir da noch untenrum mit Salal einen Abschluss machen, damit der Blumenstrauß auch gut in der Vase stehen wird. Dass es einfach wirklich sauber aussieht. Schauen, ob er ungefähr gerade steht. Also wenn ich da jetzt schaue und er steht gerade, kann man das so sein lassen. Dann nochmals die letzten Salalstiele abschneiden. Da habe ich die Löwenmölchen und das Bartnelken, das grüne Teil, habe ich da noch ein wenig nach unten gestoßen und dadurch, ja, ist es natürlich einfach auch ein längerer Stiel geworden. Elke wünscht sich mal wieder ein Livestream vom Blumenrüsten. Ja, vielleicht einmal nach meiner Sommerpause wird es sicherlich wieder sowas geben. So,
So, ich musste meinen Frosch, den ich da im Hals habe, mal ein wenig durchspülen, damit ich da einfach mal wieder etwas besser höre, besser sprechen kann. Stellen wir den Strauch mal auf die Seite. Dann habe ich hier so ein kleines Schiffchen, klein oder groß, ist immer relativ. Und hier rein wollen wir eine schöne Deko kreieren. Ja, immer so, dass so Körbe und andere Sachen haben ja immer ein Plastik schon drin. Aber zu 90% ist es wirklich so, dass man da nicht darauf sicher sein kann, dass das Plastik dicht ist. Und dadurch empfehle ich dir immer, wenn du so kreativ bist, dass du wirklich auch noch ein zweites Sicherheitsplastik reinnimmst. Weil es gibt nichts Ärgerliches als dass man hier einfach nochmals starten muss. Machst du eine schöne Kreation und dann merkst du plötzlich Scheibenkleister. Diese Kreation hat ja Wasser verloren. Siehst du plötzlich auf dem Tisch eine Wasserlache und da musst du dich dann schon entscheiden, was mache ich nun. Alle, die noch geschlafen haben, sind jetzt wach. Mir ist eine leere Vase da nach unten gefallen, weil ich da halt immer wieder ein wenig ein Chaos auf dem Tisch habe, weil ich da halt immer wieder wegspringen muss und dann etwas anderes erledigen tue. Und somit gibt es da halt immer wieder verschiedene, wie soll ich sagen, Arbeitsschritte, die da noch auf dem Tisch rumliegen. Ja, du überlegst dir vielleicht jetzt schon, was entsteht hier? Guten Morgen, Luminata und Katharina. Wunderschönen guten Morgen. Jemand fragt, ob ich da noch einen länglichen Blumenstrauß binden mag. Und ich sagte, ja, ich werde heute Morgen noch einen asymmetrischen Blumenstrauß, etwas längliches, kreieren. Du musst halt einfach noch schnell eine Weile Geduld haben, weil ich habe jetzt da auf dem Tisch das längliche Gesteck, das ich da kreieren möchte. Und anschließend, denke ich, werde ich dir sicherlich diesen Blumenstrauß auch machen. Guten Morgen, Anita. Schön, dass du dabei bist. Schlafen deine Jungs noch oder sind sie auch mit dabei? Natürlich toll, wenn du dabei bist. So, jedes einzelne Stielchen wird da schön fein säuberlich angeschnitten, damit wir da wirklich auch die Sicherheit haben, dass die Blumen, das Grünmaterial nicht gleich austrocknen wird. Marianne, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir im Blumenladen wird es schon langsam wieder heiß. Es ist wirklich so, dass bei uns ja eine recht krasse Hitzewelle am Laufen ist, was natürlich auch suboptimal ist für die Blumen. Aber man macht das Beste, man kühlt sie, man schaut wirklich, dass da wirklich die beste Lösung gesucht wird für die Blumen. Aber man kann nicht ganz alles ausschließen und ja, die Kunden müssen halt auch noch gut dazu schauen. So, hast du oder habe ich schon gesagt, was hier reinkommt? Wir wollen hier ein kleines oder etwas Größeres machen mit Sonnenblumen, mit Rosen. Ich habe noch Orchidee, die ich nicht mehr gut verarbeiten kann als Pflanze. Die machen wir auch noch hier rein. Und das Coole hier drin, in diesem Gefäß ist, ich möchte noch Geldnoten reinarbeiten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wie man die Geldnoten auch falten kann. Da kann man ja Origami machen, man kann die richtigen Origami-Kunst machen mit Geldstücken. Man kann sie falten, wie man will und kann da wirklich kleine Kunstwerke draus machen.
Ich habe da die 20er Notenstücke. Schnell schauen, dass ich da die richtigen Noten nehme. Habe ich mir da vorbereitet. Sind da 10, 20 Franken Noten und die kann man da einfach so falten. Man kann zum Beispiel so kleine wie Handorgeln machen. Akkordeon, glaube ich, sagt man in Deutschland, je nachdem. Und kann diese Noten zum Beispiel so zusammennehmen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Bola, good morning to Bola, Portugal. Man kann zum Beispiel so kleine Tüten machen, auch eine Möglichkeit. Und ich trage das Ganze da mal an, damit es da auch wirklich nicht wegrutscht. Und natürlich ist es auch wichtig, dass man dann die Noten auch ins Blumengesteck integrieren kann. Dann kann man zum Beispiel ganz einfache Rollen machen, damit es etwas schöner aussieht. Christine, guten Morgen an dich. Jacqueline, guten Morgen. Schön, dass du immer wieder da bist und sie liebt Sonnenblumen. Ich mag sie auch. Es gibt Leute, die mögen sie nicht. Es gibt Leute, die lieben diese Sonnenblumen. Ich lasse hier so ein kleines Schwänzchen, damit ich da dann diesen Draht auch gut befestigen kann. Dann kann man auch den kürzeren Teil der Note so falten, dass man wieder wie eine Handorgel macht. Ich weiß gar nicht, kennt ihr Handorgeln? Alle, die aus Deutschland kommen und nicht aus der Schweiz sind, oder kennt ihr dieses Instrument nicht? Da kann man ja so darauf spielen. Und wenn ich da Walzen habe, kann ich zum Beispiel einfach nur unten den Draht fixieren und fertig ist es. Oder ich kann einen Kreis machen. Ich weiß nicht, die könnt mir schnell sagen, interessiert euch das, wie ich da die Noten falte und euch das erkläre, oder sagt ihr, das ist jetzt wirklich nicht das, was ich von dir sehen möchte, aber es gehört halt einfach zum länglichen Blumengesteck, dass ich da diese Noten noch einarbeiten will. Ja, guten Morgen an alle. Ziehharmonika, schreibt die Tine. Ja, das ist ja das Spannende. Auf der ganzen Welt sagt man andere Namen an vielen verschiedenen Sachen. Ich nehme jetzt hier Klebstreifen, Tesla-Band, sagt man, glaube ich, in Deutschland. Ich habe schon so viele Sachen gelernt. Das ist wirklich Wahnsinn, was man da alles anders sagt. Und hat dann so einen Kreis, den man da auch dann wunderschön in die Kreation integrieren kann. Dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man das Ganze so falten kann und dann oben mit dem Klebestreifen fixieren kann. Und hat dann so wie ein Fächer jetzt, wenn es so heiß ist. So, ich habe dann meine 10 Noten schon bald, aber sicher bereit, dass ich dann zum Blumengesteck schreiten kann. Sigrid, guten Morgen und ja, schön, dass so viele Leute schon so früh am Morgen eingeschaltet haben. Ich möchte doch mal schauen, ob ihr da meine Aufforderung auch wahrnimmt und mir mal schnell eine WhatsApp schickt. Ich schaue mal, ob jemand auch schon das WhatsApp offen hat und mal sagt, ja, ich sag mal guten Morgen. Vielleicht hast du meine Nummer schon gespeichert. Wenn nicht, lohnt das sich. Ich habe sie eingeblendet, weil dann siehst du, was ich jeweils als Status habe oder sonstige Infos bekommst du. Und wenn du natürlich Lust hast, kannst du auch dem Blumenmann-Podcast beitreten, weil dann ist es so, dass du die aktuellsten Infos immer direkt auf dein Smartphone bekommst. Machen wir doch noch eine kleine Tüte.
Okay, ja, ich sehe da, jemand hat mich schon geschrieben. Ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob sie das möchte, dass ich da sage, hallo, du hast mir eine WhatsApp geschrieben. Jedenfalls sehe ich, es sind da wirklich schon einige auch aus dem Broadcast mit dabei, die mir versprochen haben, ja, ich werde heute Morgen vielleicht den Wecker stellen und mit dabei sein. So. Vielleicht merkt ihr meine Schweißporen, die reagieren langsam, aber sicher. Ah, da hat sich sogar jemand getraut, ein erstes Mal hier mir einfach mal zu schreiben. Toll, dass du dich gewagt hast. Und, ui, ja, ich sehe, ihr seid da wirklich ganz, ganz großartig schon wach und mit dabei. Ich habe da unten meine Fundusschachtel mit Euphorbia spinosa Holz, und dieses Euphorbia spinosa Holz wollen wir da noch ein wenig aufarbeiten, damit ich da nach meinen Ferien wieder voll neu durchstarten kann mit ganz viel neuem Material. Und dadurch habe ich da einfach so meine Schachtel, die stand da immer hier hinten, die habe ich schon mal aufgelöst und bin jetzt daran am Arbeiten, dass ich schon bald keine Fundusschachteln mehr rumstehen habe hier, bevor ich dann in die Ferien fahre. So, ich fixiere das Grünmaterial, oder besser gesagt, dieses Holz, das Euphorbia spinosa Holz, hier mal leicht, damit ich da nicht irgendwie Angst haben muss, dass es mir dann gleich rausfällt. Dann nehme ich mal die Nelke. Ja, ich kann deinen Namen schon nennen, liebe du aus einem Eifelgebiet, aber ich sehe deinen Namen nicht. Also heißt das, ich weiß, du hast mir geschrieben, du liebe aus der Eifel, aber ich sehe deinen Namen bei WhatsApp nicht, wenn du mir den Namen nicht reinschreibst. Also wenn du möchtest, dass ich deinen Namen sage, dann musst du mir halt auch den schreiben. So. Jetzt wollt ihr aber sehen, was ich da mache. So, ich habe mir da mal zwei Sonnenblumen geholt. Die sind ganz frisch eingetroffen. Bettina, guten Morgen. Schön, dass du auch dabei bist. Ich hoffe, du hast gut und kühl schlafen können. Dann habe ich da so einen Scabiosa-Fruchtstand. Auch was Wunderschönes. Kann man auch super gut als Trockenmaterial benutzen. Ja, man kann ja immer alles übertreiben. Und dieses Gesteck oder dieses Gefäß so richtig üppig füllen. Und das Ziel von mir ist jetzt da eigentlich eine schöne Harmonie zwischen Gelb, zwischen Orchideen, zwischen exotischem und ja, saisonalem zu kreieren. Und das ist immer so herausfordernd, auch dass es dann harmonisch aussieht, weil ja, es sind da natürlich ganz viele verschiedene Charaktere, die wir da integrieren dürfen. Wichtig ist wirklich auch, dass du darauf achtest, dass du jetzt bei der Orchidee zum Beispiel wirklich einen schönen langen Anschnitt machst, damit wir da nicht Angst haben müssen, dass die Orchidee schon relativ schnell nicht mehr schön sein wird. Ihr könnt alle mitzählen, dass ich da genügend Notenstücke reinarbeite. Am Schluss müssen es 10 Noten sein. Das gibt dann 10 mal 20. Wer hat es am ersten ausgerechnet? Wer ist gut in Mathematik und hat die Lösung schon bald? Sonnenblumengestecke, das ist manchmal tricky, und zwar aus verschiedenen Gründen, weil bei Sonnenblumen muss man natürlich darauf achten, dass man da nicht zu kompakt steckt, weil Sonnenblumen werden sich ja hoffentlich noch öffnen, und dadurch ist es natürlich so, dass dann
ein ganz, ganz schöner Effekt entsteht. Ah, jetzt hast du dich geoutet, Petra. Schön, dass du mit dabei bist und ganz viel Spaß hast, hoffentlich. Nelda, guten Morgen an dich. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Liebe Grüße nach Kroatien. Genau, gelüftet habe ich schon zu Hause, habe auch mal die Fenster schon aufgerissen, noch die, die geschlossen waren über die Nacht, damit es dann auch zu Hause schön abkühlt. So, dann habe ich da passend zu den Notenstücken so wunderschöne rote, duftende Retinaomi-Rosen. Ja, ich frage doch mal in die Runde, jetzt sind wir da schon relativ lange live, ob jemand heute Morgen das erste Mal live mit dabei ist, das erste Mal hier zuschaut, wenn der Blumenmann da was zeigt. Und wenn du das bist, dann schreib doch einfach schnell rein, ja, ich bin das erste Mal hier live mit dabei. So, ich drehe das Gesteck mal, dass ich da noch ein wenig eine andere Perspektive habe. Und da ist leider, leider was auseinandergefallen, nämlich die Scabiosa, diese Fruchtkapsel, diese Samenkapsel, die hat leider, leider nicht dem Druck von diesem Blumengesteck standgehalten. Daniela, wunderschönen guten Morgen. Oh, Ivan, wunderschönen guten Morgen an dich. Schön, dass du dich da im Blumenladen beim Blumenmann wiederfindest am Samstagmorgen früh. Machen wir doch eine Herzwelle für den Ivan. Schön, dass du dabei bist und hoffentlich bist du nicht das letzte Mal hier live dabei. Hat jemand mitgezählt? Habe ich da alle Geldscheine integriert? Wenn ja, könnt ihr mir das schnell bestätigen, dann weiß ich, okay, ich habe alle Geldscheine da drin. Gisi, schön, dass du auch dabei bist. Wenn du jetzt denkst, Miriam, Doug das erste Mal dabei und Manuela auch, Elisabeth auch, Wanda auch, wunderschönen guten Morgen an euch alle. Eine Herzwelle für alle und ein Herz auch von mir für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte sehen, wie da auf der Seite ganz, ganz viele Herzen durchflattern. Helen, schön, bist du auch mit dabei. Ja, sind da ganz, ganz viele Leute am Morgen früh schon live mit mir. Und jetzt zähle ich schnell, ob ich da genügend Material drin habe. Ich denke ja. Und wenn du jetzt sagst, doch, das gefällt mir, dieses Blumengesteck, dann zeig mir doch das schnell mit einem Daumen nach oben. Damit ich sehe, ja, das gefällt dir, das inspiriert dich, dieses Blumengesteck. Und dann machen wir doch weiter mit der nächsten Kreation. Für alle, die schon oftmals hier zugeschaut haben, kommt jetzt wieder einmal eine Kreation. Die habe ich da schon ein paar Mal gezeigt für alle Neuen. Ja, gibt es etwas, das Sie noch nie gesehen haben, vielleicht von mir? Und zwar habe ich da auf dem Tisch so eine schöne Hortensie. Und diese Hortensie wollen wir ganz einfach und schlicht ausgarnieren. Und damit das auch toll aussehen wird, habe ich da so Perlen. Und da nehme ich 10 Stück, die ich da auf den Draht draufziehe.
Karin, ich habe ein Video bereit für etwas ganz Kleines zu machen, für mit Lavendel kreativ zu sein. Aber nur ganz klein, klitzeklein. Und wenn du Lavendelblumenmann eingibst, denke ich auch, dass du schon bald was findest auf YouTube von mir mit Lavendel. Ich habe mal so ein Bindlicht gezeigt, wo du relativ viel Lavendel integrieren kannst. Und ja, gestern habe ich was gefilmt, wo man ja wenig Lavendel integrieren kann, aber auch was mit Lavendel. Also wenn du das Gefühl hast, ja, ich möchte mal was schauen, dann empfehle ich dir, kannst du das super schnell auch machen. So, ich muss da schauen, dass ich da schnell einige Materialien mir zurechtlege. Das ist so eine Campanula. Langsam wird es auch mir heiß. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wenn dann die Sonne langsam drückt, wird es einfach wirklich schon ein wenig drückend warm. Dann habe ich da Phlox, den wir da auch diesen kleinen Strauß integrieren wollen. Dann habe ich da so ein schönes Panikum, auch Vulkangras genannt. Und dann nehmen wir noch eine kleine schöne Rose. Ich glaube, mit diesen Materialien können wir eine ganz schöne kleine Kreation machen. Ich muss dann noch schnell schauen, dass ich da noch so. Nein, ich glaube, das sollte reichen. Ich brauche dazu ganz wenig Grün und kann jetzt in diesen, soll ich sagen, vorbereiteten Strauß. Kann ich da die Blüten schön neben den Hortensienblumen durchstecken? Phlox. Unten schaue ich natürlich, dass ich da schön die Spirale mache, dass ich da wirklich nicht Angst haben muss, dass ich da irgendwie beim Zusammenbinden des Blumenstrauß noch alles zerdrücke, sondern dass ich da wirklich darauf achte, dass wir da am Schluss eine saubere Sache haben. So, ich kann da zum Beispiel auch noch ein Viburnum, Bärendolde oder wie man dann auch immer sagt, noch reinlegen. Und ja, jetzt habe ich ja vorhin noch erklärt, dass ich da noch was vorbereitet habe mit den Perlen. Und vielleicht wissen schon einige, wie die Perlen jetzt verarbeitet werden. Bei dieser Strauß-Variante nehme ich keinen Salal oder keinen Galax, weil die Hortensie, die ist ja schon wie ein Abschluss. Das sieht eigentlich auch toll aus, wenn man die so verarbeitet, finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Guten Morgen, Sonja, Elke, guten Morgen. Roswitha, danke für dein Kompliment. So. Damit ich diesen Blumenstrauß auch vollenden kann, brauche ich eine Vase, wo ich den Blumenstrauß hinstellen kann, damit es dann auch schön funktioniert. Und kann jetzt mit dem ganz wenig Sisalfaser, kann ich da das Ganze umspielen. Und nehme jetzt die Perlen, die ich da vorher vorbereitet habe, und kann dem so einen kleinen, feinen, eleganten Touch geben. Ich mache die Enden an die Perlen dran, so verdrehen und habe jetzt was Schönes kreiert. Wenn es dir gefällt, drück schnell einen Daumen nach oben, dann sehe ich ja, es macht dir Spaß. Guten Morgen, Brigitte. Schön, dass du auch mit dabei bist. Ich hoffe, Bild und Ton und alles ist nach euren Vorstellungen, nach euren Wünschen. So, jetzt hatte ich ja vorhin die Geschichte mit der Orchidee gemacht. Vielleicht waren da einige noch nicht mit dabei und andere haben das schon gesehen. Die haben gesehen, wie ich da einen Blumenstrauß
ein Blumengesteck, sorry, mit der Orchidee gemacht habe. Und jetzt ist die durch. Und jetzt haben wir nur noch die Pflanze. Und da machen wir doch alles. Erdensubstrat weg, das ist so ein Rindensubstrat, welches die Orchideen haben. Und können jetzt diese Orchideenpflanze noch wunderschön in einen Blumenstrauß integrieren. Es gibt natürlich einen Blumenstrauß, nicht 0815, aber ich hoffe, es wird dich inspirieren und dir gefallen. Super, alles sei top, schreibt Brigitte, auch auf YouTube. Es gibt ja zwei Kanäle heute, oder wie eigentlich meistens, dass du das Ganze auf Facebook oder auch auf YouTube mitschauen kannst. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ich muss schon bald arbeiten gehen, du kannst auf beiden Kanälen das Ganze auch später nochmals anschauen. Also wenn du jetzt sagst, ich muss langsam mit dem Hund Gassi gehen, dann mach das und komm einfach später wieder dazu und schaue das Ganze im Nachgang an. Ich mache mit dem Beckia-Holz hier so eine schöne, wie soll ich sagen, Bereitstellung, dass ich da einen schönen bogenförmigen Blumenstrauß kreieren kann. Jemand hat ja geschrieben, machst du uns noch einen bogenförmigen Blumenstrauß? Ich versuche es mal, was zu machen. Ja, es haben sich schon einige da gewagt, auch mir eine WhatsApp zu schicken. Also wenn du noch nicht mutig warst, mach es doch schnell. Ich fress dich nicht und es kostet dich auch nichts. So, ich musste da schnell einiges Material zusammensuchen, damit ich da weiterarbeiten kann. Ich habe da jetzt verschiedene Blüten zusammengesucht und hoffe, dass wir da jetzt einen wunderschönen Blumenstrauß binden können. Sonnenblumen, wenn die schon relativ tellerförmig offen sind, sind sehr, sehr schwierig zum Verarbeiten und dadurch habe ich sie lieber, wenn sie noch so schön geschlossen sind, weil man dann wirklich auch nicht Angst haben muss, dass man etwas zerknittert. So, wir starten mal mit diesem Blumenstrauß. Und zwar legen wir da mal die Orchidee in die Mitte und haben da mal einen schönen Aufbau. Dann nehmen wir als nächstes da die zwei Viburnum, Dolden oder die Stiele. Dann haben wir als nächstes Tschüss Bettina, schön, dass du dabei warst. Viel Spaß bei der Runde. Heute Morgen wurde ich schon besucht im Laden. Eine Dame auf ihrem frühmorgendlichen Spaziergang schnell gedacht, komme ich doch schnell beim Blumenmann vorbei und sag mal guten Morgen und hallo. Habe ich natürlich Freude. Bin zwar ein wenig erschrocken, weil plötzlich jemand da hinter mir stand. So. Jetzt seht ihr, kann ich da wirklich alles blumige schön reinarbeiten, Schritt für Schritt. Da die Nelken finde ich immer mega praktisch, weil sie halt einfach schön lagernd sind. Das heißt, sie haben da immer schön die Möglichkeit, eine große Fläche abzudecken. Und dadurch muss man nicht Angst haben, dass man noch durchsät. Besonders wenn man, wie ich jetzt heute, etwas wenig Grünmaterial hat, dann muss man schauen, dass man die flächigen Blüten gut einsetzen kann.
weiß nicht mehr, wer den Vogelstrauß gewünscht hat. Ich hoffe fest, du bist noch dabei und er gefällt dir jetzt schon. Unten habe ich da ein ganz leichtes Krüsimüsi. Gibt es manchmal mit ein paar Kniffs, kann man dieses Krüsimüsi auch wieder auflösen bei den Stielen. Wenn man da etwas geübt ist, kann man die ein wenig drehen und hat dann das Krüsimüsi auch aufgelöst. So, unten rum noch ein wenig Salal. Dann das Ganze abschneiden. Und dann mit dem scharfen Schneidemesser. Und da bin ich immer wieder auf der Suche nach einem guten Schneidemesser auf meinem Tisch. Manchmal ärgere ich mich, wenn ich ein neues Messer habe, ich finde es nicht. Oder manchmal, wenn ein neues Messer schon relativ schnell wieder stumpf wird, ärgere ich mich auch. Also, ja, man kommt halt immer wieder in die Versuchung, ein ganz neues Messer hervorzukramen und damit zu arbeiten. Guten Morgen an alle, die jetzt da langsam aufstehen, kurz vor 7:30. Natürlich so die Zeit, wo man sich das Gefühl hat, ja, ist Zeit zum Aufstehen, zum Erwachen und zum in den Tag starten. Petra, wunderschönen guten Morgen. Machen wir doch nochmals eine Teilenrunde. Teilt doch diesen Livestream nochmals mit all euren Freunden, Verwandten, Bekannten, damit ich in der letzten 14 Stunde, wo ich da noch live online bin, ein wenig einen schönen Zuwachs bekomme und dass nochmals ganz, ganz viele Leute hier reinspazieren in den Livestream, damit wir da nochmals ganz viel Spaß haben werden. So, wenn dir dieser Strauß gefallen hat, dann drück doch schnell einen Daumen nach oben, damit ich sehe, ja, er hat ganz fest inspiriert. Ich bin dann am Suchen, welchen Topf ich als nächstes nehmen soll. Habe ich mich dafür diesen Korb entschieden und diesen Korb, den wollen wir noch mit der Sonnenblume ausgarnieren. Sorry, wenn ich da wie ein läufiger Hund hin und her renne, aber ich muss da jeweils mich immer wieder neu organisieren und schauen, wo ich was bekomme. Und manchmal muss ich halt da was im Laden vorne holen. So, wichtig ist immer, dass man die Steckmasse mit Wasser aufgießt. Die Steckmasse habe ich immer vorgängig schon feucht gemacht, damit sie da wirklich auch schön Wasser voll saugen kann, sich mit Wasser voll saugen kann. Und dann muss man einfach schauen, dass sie nicht im Trockenen liegt, sonst hat man das Problem, dass sie sich dann, wie soll ich sagen, schnell austrocknet. Und so, wenn sie jetzt da konstant im Wasser liegt, in diesem Korb, muss man nicht Angst haben, dass sie kein Wasser mehr aufziehen kann, sondern kann man sicher sein, dass sie schön lange feucht bleibt.
Galaxblätter kann ich da mal ein wenig den Rand abdecken. Da kannst du auch gut anstatt die teuren Galaxblätter kannst du auch zum Beispiel Efeublätter nehmen. Das geht auch prima. Gerade nicht gecheckt, dass du schreiben wolltest, Petra, betreffend einen guten Floristen. Heute juckt mich irgendwas in meinem Hals. Nicht, dass ich da erkältet wäre oder so bei dieser Temperatur, aber irgendetwas juckt mich. Das ist ein wenig mühsam, verzeiht mir doch bitte. So, dann habe ich da nochmals aus meinem Fundus ein so schon vorbereitetes Euphorbia spinosa Kränzchen geholt. Nicht, dass ihr denkt, ich habe mich da schon schön vorbereitet, sondern das ist einfach aus dem Fundus mal irgendwo schon in einem Gesteck, in einem Strauß drin gewesen und jetzt konnte ich das gleich hier rein verarbeiten. Ist doch praktisch, oder? Manchmal hat man ja den Drang, irgendwie, wie soll ich sagen, den Drang, alles aufzubewahren. Und manchmal hat man auch den Drang, alles wegzuschmeißen. Und das ist immer so die Schwierigkeit, das Abwägen, behalten oder wegwerfen. Jemand hat jetzt gleich reingeschrieben, wozu das Band, das grüne Bindeband, den habe ich über die Oasis-Steckmasse gelegt, weil bei diesem Korb kann ich nicht die Steckmasse so reindrücken, dass sie schön fix bleibt und mir nicht rausfällt. Und dadurch muss ich das irgendwie fixieren und das geht am einfachsten mit dem Band und somit müssen wir nicht Angst haben, dass die ganze Oasis-Geschichte, wenn es jetzt zum Beispiel auch, wie soll ich sagen, umfällt beim Kunden, dass dann die ganze Geschichte rausfällt, sondern nur das Wasser aus dem Gefäß läuft. So, versuchen wir das nochmals mit einem kleinen Skabiöschen. Hoffentlich fällt mir diese Skabiose da nicht gleich auseinander. Und so haben wir auf die Schnelle ein kleines Sonnenblumengesteck gesteckt. Und ich hoffe, es gefällt dir. Habt ihr noch Lust auf eine Kreation? Dann schreib es doch einfach schnell rein. Ja, wir möchten noch was sehen. So, ich höre und sehe, ob ihr da noch was sehen möchtet. Es gibt da einige, die schreiben, ja, sie möchten noch gerne was sehen. Okay, es sind da ganz einige, die schreiben, mach noch was. Dann mache ich doch noch was. Was nicht riesengroßes, aber nochmals ein Blumenstrauß, so im rosa, weiß, violett, denke ich, wäre doch noch schön, noch zum Abschluss sowas zu zeigen. Und ja, ich habe schon am Anfang gesagt, ich habe nicht mehr so viel Grünmaterial heute zur Verfügung und das macht das Ganze, einen Blumenstrauß zu binden, einfach auch etwas herausfordernd. Aber diese Herausforderung, die werde ich heute packen, dass ich da auch mit wenig Grünmaterial noch Schönes kreieren kann. Und ja, vielleicht muss man halt dann mal auch flexibel sein und halt mal sagen, okay,
wenn jetzt da noch etwas Gelbes wie das Frauenmäntelchen im Strauß drin ist, das können wir verkraften. Ein ganz, wie soll ich sagen, klar strukturierter Florist, der macht immer zuerst sein Mise en Place bereit. Das heißt, man nimmt wirklich jede Blüte einzeln, bereitet das Ganze schön vor, schaut, dass wir da die Stiele von den Blättern befreien und kann dann mit dem ganzen Blumenstrauß starten. Oftmals legt man sich sogar noch das Grün hin, damit man wirklich nichts mehr anderes machen muss als den Blumenstrauß. Ich bin da oftmals nicht so konsequent mit mir selber und bereite mir diese Schritte oftmals nicht mehr so klar vor, weil ich ja immer schön flexibel bleiben will. So, wie gesagt, können wir da nicht zu viel Grünmaterial verwenden, sonst haben wir dann ein Problem durch den Tag, wenn ich dann plötzlich gar kein Grünmaterial mehr habe und dann trotz allem noch einen Blumenstrauß finden darf und dadurch ja ist es etwas besser. Wo ist mein Headset? Mein Headset war defekt und dadurch musste ich es einschicken. Es hat so Leder am Ohren, an der Ohrmuschel gehabt und das ist abgefallen und dadurch habe ich kein Headset mehr. Ich hasse es ohne Headset. Nicht eigentlich wegen dem Livestream, weil ich glaube, die YouTuber sind glücklich, was ich jetzt da eingerichtet habe. Und zwar habe ich meiner Frau das Smartphone stibitzt. Ich habe sie gefragt, kann ich dein Smartphone brauchen? Und sie hat gesagt, ja, du darfst es brauchen für heute Morgen. Und dadurch bin ich jetzt mit zwei Smartphones live und kann somit auch beim YouTube-Stream einigermaßen gute Qualität abliefern. Jedenfalls habe ich da keine andere Rückmeldung erhalten von den Zuschauern. Ja, und vielleicht ist das Gelb da schon ein wenig zu tough. Ankerung, ja, muss man immer flexibel bleiben. Markus fragt, wie heißen die Rosa Campanula? Das sind ja Glockenblumen, Campanula genannt. Ich weiß nicht genau, was du jetzt wissen möchtest. Du hast ja die Lösung eigentlich schon reingeschrieben. Du siehst, das ist aber, wie ich immer sage, ohne viel Grünmaterial einen schönen Blumenstrauß zu binden. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und das siehst du jetzt bei diesem Blumenstrauß, dass man da wirklich sehr stark herausgefordert ist, dass man was Schönes finden kann. Wenn dir trotz allem dieser Blumenstrauß gut gefällt, dann drück doch schnell einen Daumen nach oben, dass ich sehe, ja, es gefällt dir und es macht dir Spaß. Alles, was du hier sehen darfst, ist immer wirklich live, nichts vorbereitet. Ich habe in meinem Kopf, mache ich mir manchmal Gedanken, was könnte ich zeigen, aber am Schluss entsteht einfach Neues direkt hier ehrlich aus dem Blumenladen. So. Mit dieser Kreation beende ich dann auch den Livestream für heute. Ich hoffe, es hat dir ganz, ganz viel Spaß gemacht, Blumen in den warmen Tag zu starten. Lassen wir uns abkühlen, kaufen wir uns schöne Blumen und ja, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ich habe euch den Tag schon am Morgen versüßt. Wenn du noch keine Bewertung abgegeben hast auf meinem Facebook-Kanal oder auf Google, dann mach doch das mal. Geh drauf, schreibe einen kleinen Kommentar rein. Wenn du Lust hast, kannst du auch nur die Sternentaste drücken und mir so viele Sterne geben, wie du Lust hast. Und ja,
Dann hoffe ich einfach, dass wir uns bald wiedersehen. Ich denke, ihr seht am Sonntagabend oder Sonntagmorgen wieder was von mir. Nicht live, aber ein schönes Tutorial, wo ihr sehen könnt, was man alles sonst noch machen kann. Sonja schreibt, der Strauß gefällt ihr mit auch wenig Grünmaterial. Ja, da sind wirklich die Geschmäcker auch immer wieder verschieden. Okay, das war's von mir für euch von heute. Und dann verabschiede ich mich, sage dann wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis zum nächsten Mal. Wieder.